Genau, der will doch Köpfe haben, der eine Dude. Wie viele Köpfe habe ich denn überhaupt schon? So, und irgendwo habe ich doch noch mehr. Da. Oh, ich habe sogar noch einen schwarzen. Boah, das, der bleibt. Das ist meine... Was ist falsch mit dir, Kopf? Hallo. Ich geh ins Lächeln. Gebt mir eure Köpfe. Ich geh ins Lächeln. Arsch. Der Herr Darko. Hier, der Herr Darko. Hallo? Hallo? Das ist mies. Hier ist auch kein... Nee, hier ist keiner da. Der Baum da drinnen, der stört aber auch manchmal. Oh. Monster! Preisti. Oh oh! Überraschung! Mist. Ich geh schlecht. Ach Scheiße, ich hab ja gar keine Rüstung an. Stimmt ja, da war ja was. Das kam unerwartet. Das kam sehr unerwartet gerade. War das der dreckige Köter vom letzten Mal? Och nö! Och komm! Geh weg! Ich geh ins Lech. Diese dreckigen Werwölfe. Also ernsthaft. Das so. Keine Ruhe hat man vor den Viechern. Ach, der Herr Ramon. Hallo, jemand da? Hallo hier. Hallo, Herr Ramon. Ich wollte mal fragen, ob Sie mein Schwert etwas verbessern können. Auf was? Dass es stärker wird und ich vielleicht mehr von diesen Köpfen kriege. Weil das Schwert hat das letzte Mal ganz komisch Ping gemacht und ich denke mal, das hat doch irgendwas zu bedeuten. Ja. Warten Sie mal. Setzen Sie sich einfach mal hier hin. Ach so, übrigens, danke für die Möbel, ne? Ach so, ja, bitte. Also, normalerweise bräuchte ich, damit sie eine höhere Chance haben, diese Köpfe fallen zu lassen, bräuchte ich dafür einmal einen dunkellilanen Stein, der sehr hart ist. Da müssten sie sich halt eventuell an Minenarbeiter wenden.
Dann müssen sie mal. Und dann bräuchte ich einmal sowas. Zum Glück habe ich das gerade hier, weil die sind nicht gerade häufig. Ja, ich habe 4 Stück bei mir oben in der Kiste. Ach so, ja. ja. Das könnte ich auch mehrmals machen. Also ich könnte es versuchen, dass es mehrmals so geht, aber wenn das halt nicht funktioniert, dann könnte ich ihn ein Breitschwert, nee, nicht Breitschwert, oh Gott, Mensch, hier, wie hieß denn das? Halt noch größeres Schwert machen wie das hier. Und da ist halt auch noch eine höhere Chance dabei, dass sie ihre hätte hier die Köpfe fallen lassen. Okay. Ja, dann machen sie das Silberschwert erst einmal so, dass es ein bisschen stärker wird. Und ja, dann bestell ich, ich gleich noch so ein Schwert, womit man bessere Chance hat, an die Köpfe der Monster zu kommen. So ein großes, wie sie gesagt haben. Nehmen sie einfach das beste Material, was sie von Herrn Darko bekommen können. Ja. Denn bei der Mine hat sich jetzt einiges verändert. Der Herr Tobias wurde abgesetzt, weil er die Mine einfach versiegelt hatte, ohne der Stadtwache Bescheid zu sagen. Ja, mit so einem ganz komischen schwarzen Stein und. Ja, ja. War der so leicht lila? Herr Darko, kommen Sie mal mit rein. Wie hieß dieser Siegelstein, den der Herr Tobias vor die Mine gesetzt hat? Obsidian. Ja. Ja, diesen Stein brauche ich. Damit hat er das halt versiegelt und. Ja, der ist. Da kam halt noch so ein bisschen was anderes ans Tageslicht. Und ja, deswegen haben wir jetzt gesagt, Gott, der Herr Tobias ist es nicht würdig, die Mine zu führen. Deswegen haben wir das an Herrn Darko übertragen. Und ja, nee, aber ich, dieses große Schwert würde ich dann auch noch extra mit dazu nehmen. Und am besten so gut wie es geht machen, das Silberschwert auch. Denn ich bin vorhin hinterrücks von dem Werwolf angegriffen worden. Direkt hinter ihrem... Nee, nicht hinter ihm, sondern hinter dem Haus vom Stadtherrn. Und das war ja doch ziemlich nah an der Stadt schon. Und wir müssten uns so langsam mal besser ausrüsten, wenn das so weitergeht. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, letztens dieses Stahl... Verbindung von Stahl, Silber und... Stahl und Silber. Und das macht doch schon einiges. Das kann schon ein Schlag mit einem Schlag diese blauen und weißen Viecher hier blau-grün diese töten. Genau. Oh Mensch, danke. Ja, ich lasse ihn da freie Hand. Sie sind unser gut. Schmied. Ja. Gut, und... Aber wenn Sie das Schwert weiterhin behalten können, dann oder erstmal behalten, dann würde ich das jetzt erstmal reparieren, oder... Nee, reicht das erstmal aus? Na, Sie müssen sich erstmal die Materialien besorgen, stimmt. Ja. Nee, behalten Sie es erstmal ein. Okay. Ich habe ja noch, das hier von Ihnen. Die macht ja auch gut Schaden, und... melden Sie sich, wenn Sie einfach fertig sind. Ja. Und dann, ja, sehen wir weiter. Alles klar. Gut. Und jetzt noch ganz kurz zu Ihnen. Meine Bestellung mit dem Slate, die ich bei Ihnen und Herrn Tobias aufgegeben habe. Ich weiß. Ach so, genau, Sie sind jetzt gerade hier. Der Herr Darko braucht so einen Abbauhammer, wie Sie ich dem Herrn... Ich habe schon alles dabei, genau. Okay. Achso, das wäre jetzt sowieso meine Sache. Okay, ich dann. Eine Menge Sachen. Dann, ja, der Herr Ramon weiß Bescheid, dass Sie jetzt der Minenchef sind und viel Spaß Ihnen beiden. Ja, und Sie kriegen eine Bestellung dann bald, wenn ich arbeiten kann. Okay, danke.
Ja, da bin ich mal gespannt. Aber dieser dreckige Werwolf. Boah, wenn ich herausfinde, wer das war oder ist. Boah, ich köpfe diese Person persönlich. Yay, oh Gott. Da hinten neben Schmelze und Bauernhof, da kommt ja das Gebäude für die Stadtwache hin. Ja. Sehr schön. Hier. Und das macht? 23 Münzen. 3. Danke. Bitteschön. Cool. Ja, und wenn du willst, ich kann eigentlich auch größere und andere Modelle machen. Ach, für die Stadtwache reichen die. Die sind ja nur, um die Stadt von oben zu begutachten und zu schauen, wo so eine dreckigen Werwölfe sind. Ja, okay. Ja, hier wird der Stadtherr wohnen. Wie sehe ich denn eigentlich auf diesem Stuhl aus? Sieht doch recht gut aus. So, als Stadtherr... Oh ja, mal schauen, vielleicht habe ich ja das Glück. Oh, da müssen wir ein bisschen rumtricksen. Darf nur keiner erfahren. Denn ich weiß, dass ich kein Werwolf bin und ich möchte auch nicht, dass vielleicht irgendjemand aus der Stadt, der noch Werwolf sein könnte, ja, Stadtherr wird. Das möchte ich nicht. Meine Fläschchen. Ich habe ja das letzte Mal hier was bekommen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh Gott, wie macht man jetzt nochmal dieses komische Wasser? Ach stimmt, dafür waren die da. So. Und so. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich mache einfach viel. Je mehr, desto besser. So, die eine muss ich auf jeden Fall lassen. Und dann könnte ich die zum Verkauf anbieten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Oh. Da muss ja sowas rein, stimmt. rein mit dir. Och nein, es ist Vollmond. Ernsthaft? Das ist jetzt so richtig scheiße. Komm, zwei Schläge noch. Wird da auch mal Zeit hier. Passen Sie auf, die Werwölfe sind schon wieder los. Ah je. Dann komme ich mal lieber rein. Ja, bitte. Mir ist da... Was ist das? Das hat mir der verrückte Zauberer Olaf gegeben. Machen Sie mal Rechtsklick, also mit der rechten Hand drauf. Es ist ganz seltsam, das Teil. Ja gut. Jetzt mal, mir ist da was eingefallen, nämlich es gibt ein grünes Metall, das ich aus diesen lilanen Perlen, einmal diesen roten Staub, einmal diesen gelben Fragmenten, diese,
diese komischen, spitzhütigen, alten Olden da fallen lassen. Und was war das? Ich glaube Eisen. Okay. Und das ist meiner Meinung nach sogar besser wie mein Stahl und Silber. Kommen Sie mal mit hoch. Noch eins. So, hier, ich habe sogar mehr von den Perlen. Schauen Sie mal hier rein, hier sind 7 Stück drin. Mhm. Hier habe ich halt dieses gelbe Zeug. Halt das, was so leuchtet. Ja, dieses leuchtende Pulver, das rote Pulver habe ich hier. Ja, gucken Sie mal in die Kisten rein. Also, da ist bestimmt was, was Sie gebrauchen können. Ja, so einiges tatsächlich. Ja, diese lilanen Kugeln. Hm. Und dann dieses rote Staub. Und diese gelben leuchtenden Fragmente. Die bräuchte ich dafür. Ja, dann nehmen Sie sich das raus. Darf ich? Ja, bitte. Okay. Ja, wenn ich könnte versuchen, das irgendwie herzustellen. Wenn sich das bewährt, dann könnte ich ja dann irgendwie bessere Waffen auch für mich oder andere herstellen. Ja. Zum Beispiel bessere Spitzhacken für die Minenarbeiter oder so. Das wird sich bestimmt. Ja, das wäre auf jeden Fall, weil der Herr Darko hängt sich ja mehr ins Zeug als der Herr Tobias. Ja. Ich weiß gar nicht, was der immer die Zeit gemacht hat. Außer als Hund durch die Gegend gerannt. Ja. Gibt's eigentlich wieder was Neues auf dem Gebiet? Also vorhin war hier auf jeden Fall, als der letzten Vollmondnacht, war das überhaupt Vollmond? Ich weiß es gar nicht mehr. War ein Werwolf halt in der Nähe der Stadt. Mhm. Gerade eben habe ich hier halt wieder einen, weil Vollmond war, gesehen. So einen Wilden, der einfach wieder nur ums Haus geschlichen ist. Aber bis jetzt, ich habe auch noch keine wirkliche Massenüberprüfung durchgeführt bei den ganzen Leuten. Möchte ich auch nicht wirklich. Mhm. Aber ich habe jetzt ein paar Wolfsband-Potion hergestellt, die wollte ich jetzt unten zum Verkauf anbieten. Okay. Mal schauen. Falls eine fehlt, wissen wir ja, dass da vielleicht jemand aus der Stadt sich die gegönnt hat. Ja. Ich glaube, ich kaufe mir lieber auch eine nochmal. Naja. Nicht, dass na, irgendwas nochmal rückenwirkend wird. Da sie zur Stadtwache gehören, gibt es sie sowieso umsonst. Na dann, danke. Ja, weil ich habe auch normalerweise immer eine dabei. Und Leitern. Richtig. Da müssten wir mal kurz rübergehen. Ja, nicht zu weit runterfahren, sonst stehen sie im Loch. Oh Gott. Oh, da hinten ist schon wieder so ein Werwolf. Sehen Sie das? Ja. Zwei hier sogar. Oh, ganz schnell in zu den Holzfällern. Leitern. Könnte ich ihn ja irgendwie auch, weiß ich nicht, falls brauchen sie nicht zufälligerweise Stöcker oder so? Doch, die kann ich hier ganz schnell herstellen. Also. Ja, warte, dann gebe ich ihn einfach mal. Ich habe jetzt gerade zufälligerweise welche dabei, weil ich eben für den Herrn Darko. Oh, danke. Ja, das hier ist die, diese Kiste. Ich kann ja mal. Ja, die habe ich schon gekauft. Ach so. Ja, die steht bei mir zu Hause oben auf dem Dachboden. Okay. Oder auf meinem zukünftigen Dachboden. Da muss ich ja auch noch bauen. Oh Gott, Mensch, das ist wieder eine Heidenarbeit.
Ja, das hat so an sich. Mein Haus hat sich auch nicht von heute auf morgen gebaut. Oh, es wird wieder Tag, endlich.